Willkommen zu G-Modellite-Crew und wir spielen heute wieder Dead Space. Nach langer Zeit. Und ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich weiß überhaupt gar nichts. Ah, das ist nicht so praktisch. Okay, da lang. Tür, öffne dich. Okay, dieser Klopfen beunruhigt mich schon. Diese Szene kommt mir so bekannt vor. Aus irgendeinem Film. Und zwar The World War Z im Labor. So, jetzt hat er sich getötet. Ah, ich will aufnehmen. So. Okay, es ist weg. Medizinisches Logbuch. Dr. Varick B. Chief Psych Officer Bericht über psychiatrische Beobachtungen. Patient Harris B. Arbeiter Pam bla bla bla. Harris schläft jetzt allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinische Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet noch ein bisschen runter. Deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als Dr. Scarillo als Geiselnahme und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass keine Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist ungänglich und... Wie lange geht's noch? Er ist ungänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung, befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweise. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderen Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absoluter faszinierender
nicht aussprechen. Ihr habt's ja gelesen. Okay. Keine Verbindung. Plasma-Cutter. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, was ich machen soll. Mehr Leben klingt gut. Dann habe ich hier doch einen Knoten irgendwo reingetan. Okay, das war jetzt... Diese Achtritzer kenne ich auch schon. Ich erlöse dich von deinem... Oh, vergiss es. Puls... Was war das jetzt? So. Impulsprojektil, bringe dieses Schema zum Shop und die Impulsprojektile freizuschalten. Okay. Gut zu wissen. Ein Knoten. Schnelle Reaktionen sind immer erwünscht im Spiel. Wertvolle elektronische Komponenten im Shop verkaufen, um Credits zu erhalten. Gehen wir mal zum Shop. Ah, hier ist der Shop.
Shop, shop, shop. Starse Pack. So oft benutze ich Starse auch nicht. Passmaker, Energie, Impulsprojektil, Plasma Cutter. Ja. Ich wollte noch im Shop schauen. Shop. Was hat der Shop anzubieten? Schallkanonen, Feuerwerfer. Pack. Energieknoten. Nein. Wir müssen ja hier hin, oder? Ja. Ich stehe in einem gehört. Egal. Fünfmal daneben schießen ist auch gut. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.